Der 19. Leipziger Opernball steht in den Startlöchern. Dieses Jahr steht alles unter dem Motto Grüezi Schwyzerland. Und ich schaue mich jetzt mal auf dem roten Teppich um, wer alles da ist und was denn unsere Promis zur Schweiz sagen. Der Opernball in Leipzig ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich lebe in Leipzig und ich freue mich sehr, heute Abend sogar ein paar Worte auf Schweizerdeutsch auf der Bühne zu äußern. Schweizer Käse. Also, ich weiß, das ist ein tolles Land. Ich war einmal da. Ich fand es unglaublich luxuriös und ich denke, wenn es also heute Abend im Zeichen von der Schweiz steht, dann erwartet uns ganz viel Luxus. Gute Schokolade. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ausgesuchte Höflichkeit. Meine Frau ist Schweizerin und unsere beiden Zwillinge sind letztes Jahr am Schweizer Nationalfeiertag geboren. Insofern, wir sind im Prinzip heute sowas wie Ehrengäste, nur dass es keiner weiß. Man darf tanzen, oder? Ja. Nur wenn man es kann. Ja, okay, dann muss ich. Ich nehme das Taxi zurück. Ich habe extra meinen Freund und Tanzpartner Oliver Seefeld dabei. Das wird, heute wird richtig getanzt. Ich freue mich sehr, weil ich lange nicht mehr an so einem Event teilnehmen durfte. Und denke, dass der Leipziger Opernball dem Wiener Opernball um nichts nachstehen wird. Nach dem Flanieren der Stars über den roten Teppich eröffnet Frauke Ludowig feierlich den 19. Leipziger Opernball. Die Exklusivmoderatorin führt schon das 6. Mal durch den musikalischen Abend. Gibt es denn da überhaupt noch Lampenfieber? Ich bin auf jeden Fall aufgeregt, weil es ist doch immer wieder was anderes, ob man im Studio steht und jeden Tag die Sendung präsentiert oder hier am roten Teppich ist. Also ich war eben auch so ein bisschen aufgeregt. Man sieht alle Leute und die Fotografen und die Fans. Und man muss erstmal in so einem Tüllding hier aus dem Kleid kommen, aus dem Auto kommen. Und klar ist das aufregend. Mit der Unterstützung des Gewandhausorchesters kann dann das erste Mal getanzt werden. Ob Cha-Cha-Cha oder klassisch Walzer, die Tanzfläche ist immer gut besucht. Im Laufe des Abends wechseln sich Tanzrunden und kulturelle Programmpunkte ab. Neben dem Auftritt der Gewinnerin von The Voice Kids, Michelle, begeistert auch das Programm der Leipziger Oper rund 2000 Gäste. Auch in diesem Jahr findet die Verleihung des Designpreises der Goldene Charlie im Rahmen des Opernballs statt. Die 10-köpfige Fachjury mit Vertretern wie Boris Entrop und Dr. Ute Ohofen zeigen sich begeistert von den Kreationen der Designer. Für mich war wirklich das Highlight diese jungen, hochkreativen Designer. Und das war eine Show, ich sag, die könnte in Paris nicht besser sein. Die 21-jährige Gewinnerin Nora Stefanie Wenslawiak setzte sich im Finale der besten 10 durch und kann ihr Glück kaum fassen. Super, super. Also als ersten Preis hätte ich nicht damit gerechnet und ich bin in der Ausbildung und was wünscht man sich mehr? Der Höhepunkt des Abends. Stargast Vicky Leandros. Es bleibt die Zeit für ein kurzes Resümee. Also ich finde, heute ist es besonders schön. Es ist erstmal vom Programm her, was gemacht wird, was ich gerade unten auf der Bühne sehen durfte. Es gibt mir immer ein ungeheures Glücksgefühl, das miterleben zu dürfen. Sehr gut. Doch, es gefällt mir sehr, sehr gut. Bis auf das Essen kann ich nicht viel Schweizerisches entdecken, aber klar, die Schweiz ist uns ja auch sehr nah. Tolle Leute, hat was mit Mode zu tun, die tanzen hier richtig gerne und deshalb macht immer Spaß und ich komme immer sehr, 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 sehr gerne hierher. Ab Mitternacht zur Cosma Shiva Hagen als DJ für Abwechslung zur klassischen Musik. Und spätestens jetzt wird jedem klar, dass beim Leipziger Opernball für jeden Geschmack etwas dabei ist. Das war er, der Leipziger Opernball 2013. Wir haben tolle Menschen kennengelernt, viele Promis gesehen. Hier wird sicherlich schon die ganze Zeit getanzt und wir stürzen uns nochmal in die Massen. Wir sehen uns. Tschüss.